Hi Leute, herzlich willkommen, kommt mit rein. Ja, wir haben uns für dieses Haus Maxim 300 entschieden, weil es aufgrund des Platzangebotes genau das war, was wir uns vorgestellt haben. Ja, und was noch ein riesen Ausschlagargument war bei der Auswahl, dass wir uns für Fibrockhaus entschieden haben, war die kurze Bauzeit. Hier befinden wir uns im Katzenzimmer, weil unsere Katzen haben auch ein eigenes Zimmer momentan noch. Momentan sind die Kinderzimmer ja oben noch leer. Wenn die vielleicht aber irgendwann mal belegt sind, dann ist das hier ein optimales Gästezimmer. Und wenn man hier rausgeht, dann haben wir hier auch gleich das Gästebad, wo wir eine Dusche mit einbauen lassen haben, sodass sich auch die Gäste frisch machen können. Ja, es war mir wichtig, ein Ankleidezimmer mit Tageslicht zu haben, damit ich mich hier schminken kann, so zu guten Lichtverhältnissen. Hier habe ich genug Stauraum und habe hier meine Ruhe und kann mich schick für den Tag machen. Ja, wahnsinnig während der Bauphase war auch, dass das Haus Anfang Februar gebaut wurde, wo es einen etwas größeren Schneefall gab und die Bauphase trotzdem eingehalten wurde und nicht verschoben wurde, weil hier ein riesen Zelt über dem Haus stand und trotzdem weitergearbeitet wurde, als würde hier die Sonne scheinen. Nein, ich freue mich, wie das angefangen hat. Oma, ich möchte ja hier gerne bauen. Ich sage, musst du mit deinem Vater regeln. Oma kann höchstens was dazu beitragen. Naja, hin und her. Oma hat einen Notar bestellt. Und dann ging's los. Ja, hier befinden wir uns auf dem Sofa und da genießen wir die Zweisamkeit, wenn wir mal nicht arbeiten müssen und schalten einfach mal ab vom stressigen Alltag. Und bei der PV-Anlage, also Photovoltaikanlage, nicht am falschen Ende sparen. Die haben wir nur rausgenommen, weil es uns am Anfang zu teuer war. Jetzt bereuen wir es ein bisschen und wollen sie auf jeden Fall nochmal nachrüsten. Also für mich persönlich ist es wirklich das Traumhaus und das Haus unseres Lebens geworden, weil man wirklich von Tag 1, von der ersten Planung bis jetzt zur Fertigstellung genau das verwirklicht hat, wie man sich es immer vorgestellt hat und das auf jeden Fall auch immer möglich war. Auch mit den ganzen Preiskalkulationen, dass man keine versteckten Mehrkosten hatte und man wirklich auch die Außenanlage so gestalten konnte und dafür noch der letzte Groschen über war, dass man wirklich alles so umsetzen konnte, wie man wollte.